Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe mir die Asam Beauty Wundertüte bestellt, zweimal, und da gucken wir zusammen rein. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die gibt es immer mal wieder. Ich habe jetzt jeweils 34,99 dafür bezahlt. Als ich die schon bestellt hatte, habe ich auch Nachrichten von euch bekommen, dass es da auch Rabatte drauf gab. Nun, schade Schokolade, aber 34,99 habe ich, wie gesagt, dafür bezahlt. Ich glaube, 5 Produkte waren angegeben, sind da drin enthalten. Ich finde schon mal richtig cool, dass wir halt auch wieder diese Beutel haben. Das ist für mich persönlich einfach super praktisch, ne? Also ich nehme die als Einkaufstaschen, ich nehme die als Geschenktaschen, ich nehme die als Hausposttaschen, was auch immer. Und ich finde es immer richtig cool. Und wir starten jetzt einfach mal mit der ersten Tüte. Mal gucken, ob ich auch unterschiedliche Sachen drin habe. Denn manchmal hat man Glück, dass man dann auch 2 unterschiedliche bekommt. Hier habe ich schon mal ein riesiges Produkt. Wow, 750 Milliliter. Danach wirst du auf jeden Fall nicht mehr stinken müssen. Gleich erzähle ich. Das ist so witzig. Okay, das ist Vino Gold Refreshing Shower Gel. So, ich habe nämlich letztens mir gedacht, Mensch, bei Duschgel, ich habe nur noch so kleine Reisegrößen. Und bei meinen letzten DM- und Rossmann-Bestellungen und Einkäufen habe ich mir dann auch immer mal wieder so ein Duschgel mitgenommen. Stehen da hinten. Und jetzt kriege ich hier so ein Oschika-Wemsmann. Das ist so geil. Okay, glaube ich, eher so gedacht für eine große Familie oder so. Nee, das kannst du aber auch wirklich, das riecht sehr kräuterig. Wirklich, sowohl, also Unisex ist es auch wirklich verwendbar. Das heißt, das kann ich auch in der Dusche stellen, theoretisch für Schatzi und für mich. Finde ich aber super witzig. Riecht ein bisschen nach diesem Schauma-7-Kräuter-Shampoo. Und das ist echt ein Oschi. Ja gut, ne? Fängt schon mal gut an. Dann habe ich hier einen Karton. Und hier habe ich drin Retinol Intense, die 24-Stunden-Creme mit 50 Millilitern. Ja gut, die haben jetzt hier natürlich auch Produkte drin, die nicht unbedingt vielleicht jetzt so in die Jahreszeit oder so reingehören, ne? Genau, das ist eine Gesichtscreme. Ich glaube, das Retinol als Serum hatte ich schon mal und mochte ich sehr gerne. Und als Gesichtscreme verwende ich persönlich eher weniger etwas, wo Wirkstoffe drin sind eigentlich, weil ich gerne quasi durch die Seren, die ich nehme, die ich verwende, mir Wirkstoffe auf die Haut gebe und dann halt irgendwie so eine Schweiz-Gesichtscreme verwende, also irgendwas, was halt mit allem funktioniert und wo ich nicht aufpassen muss, weil bei Retinol musst du halt bei manchen Sachen aufpassen. Und ich würde jetzt auch diese Creme nicht jeden Abend verwenden, also das auf gar keinen Fall. Hier steht zwar 24-Stunden-Creme drauf, meiner Meinung nach ist es aber wirklich nur eine Nachtcreme und ich würde die auch wirklich, wirklich, weil Retinol verwendest du nur 2-mal pro Woche, 2-3-mal pro Woche, auch nicht so super jeden Tag anwenden, ne? Nur mal so als kleiner Tipp am Rande, aber an und für sich finde ich das schon cool. Dann habe ich hier eine Tüte drin und da habe ich mehrere Magic Finish Produkte drin enthalten, das finde ich schön. Da habe ich einmal Magic Finish Volume Lip Balm mit 18 Gramm, okay, das ist... hatte ich schon mal, habe ich versucht abends zu verwenden, war nicht so super, weil ich das dann im Kissen hängen hatte und das ist halt getönt in Peachy Orange, richtig schöne Farbe, aber das reichte ewig und 3 Tage, ne? Sowas kann man super morgens sich hinstellen und verwenden, aber das ist ein Tiegel, da hast du wirklich lange, lange, lange Freude dran. Und dann habe ich hier drin Magic Finish Cheek Brush, oh, ein Pinsel, wie geil, ich habe einen kleinen von Asam. Oh, das finde ich ja richtig cool. Guck mal, so schaut der aus, ne? Richtig toll. Und ich mag die Asam-Pinsel. Da habe ich auch den Foundation-Pinsel zum Beispiel von. Das ist ein richtig tolles Produkt. Das packe ich mir auch zur Seite für mein Full-Face-Beauty-Boxen. Mache ich so, wo ich... Also ich sammle dann immer und dann packe ich... Mache ich fertig. Gott. Ich sammle immer die Produkte aus den Beauty-Boxen, die Schminkprodukte und teste die dann halt quasi in einem Schminki. Und hier habe ich was ganz... Verrücktes. Ich weiß nicht, was das ist. Bambus. 60% Bambus, 40% Pappel. Für Ahuhu gemacht. Und Ahuhu ist ja die Haircare-Marke. Und das sieht sehr hübsch aus. Also wirklich, ne? Das ist so ein kleines Kästchen. Sieht wirklich hübsch aus. Und auch wenn ich manchmal Affiliate-Codes für Asam habe, ich habe keine Kooperation mit denen, ne? Ach, guck mal. Und da kannst du dann zum Beispiel dein... deine Seife reinmachen oder deine, hier wenn du unter der Dusche das verwendest, dein festes Shampoo, festen Conditioner oder so. Dafür ist das echt cool.
süß, ne? Und das schließt ja auch so hübsch. Das finde ich richtig cool. Ne? Hast du ja auch so ein Tool mit dabei. Okay, machen wir mit Ahuhu weiter, denn das habe ich gerade schon gesehen. Das ist ein Conditioner und zwar der Argan Conditioner, 200 Milliliter. Ich habe jetzt gerade erst aktuell dieses Argan Haaröl aussortiert. Das seht ihr in meinem nächsten Flop-Video, weil mir das halt so klebrig war. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Argan-Reihe, ob ich die auch schon mal ausprobiert habe, ob das auch so ist, weil die Keratin-Reihe zum Beispiel davon, nee, die Koffein-Reihe mag ich sehr gerne. Und ja, 200 Milliliter, Leute. Ne? Nierenintensivpflege mit kaltgepresstem Bio-Arganöl. Das ist echt nice. So, zwei Sachen habe ich hier noch drin. Das zeige ich euch. Ich weiß gar nicht, wer war das denn? War das Nina? Irgendwer hatte nämlich auch die Wundertüte gezeigt. Das habe ich auch schon bei manchen Kolleginnen gesehen. Und die sagte, auch, ich hätte jetzt so gern das Magic Finish drin gehabt. Habe ich nicht. Habe ich. Hier habe ich das in der Farbe Summertime. Das ist die dunkle Variante davon. Ich habe Porcelain Teint selber in Anwendung. Das passt bei mir farblich ganz gut. Das Normale ist mir zu dunkel und das Summer Teint ist nochmal dunkler. Also das ist gar nicht für mich geeignet. Ist in einer wunderschönen Special Edition Verpackung. Aber sowas, ne, das kommt dann mal in der Verlosung oder so mit rein. Und da wird sicherlich auch jemand sich drüber freuen. Ist echt hübsch. Ja, Summer Teint, genau. Das ist ein bisschen dunkel für mich. Und ich fange jetzt auch nicht wieder an, dass ich versuche, sowas als Bronzer zu verwenden. Und dann habe ich hier nochmal aus der Retinol-Reihe, wow, da komme ich nächstes Jahr im Winter den kompletten Winter mit aus. Retinol Intense Handcreme 200 Milliliter, Leute. Yo, ne? Ich meine, klar, wenn du sowas hast, du kannst es auch dann für die Füße mitverwenden. Du kannst es natürlich auch am Körper verwenden. Wird dafür wahrscheinlich ein bisschen zu reichhaltig sein. Das ist eine riesige Tube. Das hier war jetzt die erste Box. Und ganz ehrlich, die finde ich richtig toll. Also, lange nicht mehr so glücklich über eine Asam-Wundertüte gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann schauen wir mal in den zweiten Beutel rein. Wäre ja richtig geil, wenn ich da auch andere Produkte drin hätte. Aber ganz ehrlich, für 34,99, ne? Ich glaube, die haben damals auch weniger gekostet. Aber ich finde trotzdem, dass die eigentlich immer ganz gut bestückt sind und man eigentlich auch immer einen guten Schnapp damit macht, ne? Wenn man auf diese Riesengrößen abfährt. Okay, ich mache meinen ersten Blick rein und ihr seht es hier auch in der Videolänge. Das Video, also das, die Box brauche ich nicht auspacken, denn da ist exakt der gleiche Inhalt drin. Ja, okay, das ist genau das gleiche nochmal. Jo. Halt, stopp, gerade beim Aufräumen entdeckt, nicht ganz exakt gleich, denn ich habe hier in der anderen Wundertüte anstatt von dem Pinsel ein Magic Finish Ultimate Lip Gloss in der Farbe Kaschmir war das, glaube ich, ne? Cream Kaschmir. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man halt so einen matten Lipstick drauf hat, wie ich das jetzt habe, dass man sich den so drüber toppen kann oder so. Das finde ich ziemlich cool. Und die ja, Lipglosse, die die haben, habe ich auch schon echt viel verwendet und mag ich sehr, sehr gerne. Also, ich weiß nicht, freue ich mich lieber über den Lipgloss oder eher über den Pinsel? Ich glaube, der Pinsel wäre mehr so auch mein Vibe, aber beides kommt in meinen Full Face Beauty Box mit rein. Mal gucken, wie die in der Anwendung so sind. Okay, dann haben wir damit beide Wundertüten uns einmal angeschaut. Schade, ich hätte mich echt gefreut, wenn ich jetzt zwei unterschiedlich gehabt hätte. Da gibt es halt die Möglichkeit, dass du eine erst bestellst und dann irgendwie ein paar Stunden später die zweite. Da musst du halt dann drauf hoffen, dass dann auch wirklich die Wundertüten noch verfügbar sind, weil die sind ja super schnell ausverkauft. Aber egal, habe ich es doppelt, finde ich jetzt so nicht schlimm. Jetzt habe ich 1,5 Liter Duschgel. Stinken werde ich nicht mehr. Ihr Lieben, ja, das nehme ich jetzt als Videotitel. Läuft. Ich hoffe, dass ihr auch die ein oder andere Wundertüte abgreifen konntet. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so drin hattet. Ich habe euch das ja hier bei YouTube auch gepostet in dem Community-Tab und auch bei Instagram. Das heißt, eigentlich habe ich alles gegeben, um euch darauf hinzuweisen, dass die verfügbar sind. Und ja, ich bin zufrieden. Und ihr so? Schreibt gerne in die Kommentare und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.